Wie ein Eichhörnchen klettert Fenja die Wand hoch. Auf den ersten Blick sieht man ihr Handicap nicht, doch auf der rechten Seite ist sie fast komplett gelähmt. Mit dem Arm kann sie sich nur ganz leicht abstützen. Mit nicht behinderten Kindern gemeinsam zu klettern bedeutet ihr sehr viel. Mir macht Spaß, dass ein Teamarbeit ist. Lieder sollen klettern, auch Behinderte wie ich. Du bist ganz schön schnell, Fenja. Gesichert wird Fenja von Juna. Die 9-Jährige klettert schon seit 5 Jahren und hat gelernt, wie man richtig sichert. Wenn ich sichere, dann ist es eigentlich so, dass ich mich für die Person freue, wenn sie es geschafft hat. Und das macht mich dann einfach auch glücklich, weil ich dann hab ich dann auch einen schönen Tag. Für Jon ist der inklusive Kletterkurs das Highlight der Woche. Hier trifft er Freunde, hier kann er so sein, wie Jungs in seinem Alter halt so sind. Ich bin hochgeklettert, dann schon hoch und dann bin ich dann wieder runtergekommen und dann hatte ich erstmal wackelige Beine. Vor knapp 2 Jahren hat er angefangen. Inzwischen hat Jon keine wackeligen Beine mehr. Er leidet unter diversen neuronalen Störungen und ist auch motorisch entwicklungsverzögert. Das ist gut für den Körper und es ist hier aber auch gut für die Seele, weil es einfach so stark macht. Ne? Klettern macht stark, oder? Man fühlt sich kräftiger danach. Ne? Ja, Klettern macht stark. Michael hat den Kletterkurs vor 4 Jahren ins Leben gerufen. Inzwischen sind sie zu einer großen Familie geworden. Vor allem die Kinder mit Behinderung genießen die große Bewegungsfreiheit, die sie im Alltag oft nicht haben. Sie kommen aus einmal in eine andere Welt, die sie nicht so leicht im Alltag erleben dürfen. Und hier haben sie auf einmal ein Maß an Freiheit, was sie so nicht kennen. Und das genießen sie auch sehr. Also das ist einfach auch eine schöne Erfahrung. Gemeinsam werden die Gurte angelegt und die Ausrüstungen gecheckt. Alle helfen mit, Eltern, Geschwister, Betreuer. Ohne ehrenamtliche Helfer wäre das Projekt nicht möglich. Sie achten darauf, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben. Mir macht es ganz viel Freude zu sehen, wenn man sieht, dass sie Fortschritte machen. Ne? Also wenn wir jetzt unsere kleine Fenja nehmen zum Beispiel. Sie hat ja eine Hand, die sie ganz schlecht einsetzen kann. Und auch die setzt sie jetzt mittlerweile ein, weil sie merkt, es macht Sinn. Also sie trainiert eben dadurch auch so ein bisschen einfach ihre Seite, die schwach ist. Ne? So. Und das ist voll schön zu sehen. Nach jedem Tritt muss eine Lösung gesucht werden, um die 15 Meter hohe Wand zu erklimmen. Dominik ist fast blind und klettert schon seit 7 Jahren. Also ich kann halt auf mein linken Auge 60% sehen. Das ist sehr gut für mich. Auf meinem rechten Auge kann ich nur hell und dunkel unterscheiden. Und dadurch fühle ich eher mehr die Griffe, als ich jetzt die Griffe halt mir angucke. Fenja hat eine unglaubliche Ausdauer und wagt sich an immer schwierigere Routen. Angst kennt sie nicht, denn sie hat gelernt, sich selbst und den anderen zu vertrauen. Ich hab keine Angst, weil du weißt, dass ein Mensch unten steht und aufpasst. Ein gutes Gefühl und mit diesem guten Gefühl gehen die Kinder nach 2 Stunden nach Hause und mit dem Wissen, dass vieles möglich ist, auch wenn man denkt, es geht nicht.